800 Kisten, 800 Ideen. Und sie alle haben mit ihm zu tun, mit Elmar Mock und seiner Kunst des Erfindens. Seine erste große Erfindung ruht zwar in einer der unteren Kisten, aber sie ist dafür nicht weniger spektakulär. Elmar Mock erfand die Armbanduhr neu, als es der Schweizer Uhrenindustrie schlecht ging. Heraus kam die Swatch. Der Clou? Ein neues Material für eine Uhr, Kunststoff. Die Idee? Weniger Einzelteile, die das Ganze billiger machen sollten. Mit seinem Kollegen Jacques Müller macht er sich ans Werk. Müller hatte die Uhrmacherkenntnisse, Ingenieur Mock die Fertigkeiten in der Kunststoffverarbeitung und im Ultraschallschweißen. Um das Ziel zu erreichen, musste man neue Technologie einführen, um wenige Arbeitsgänge zu haben, um viel komplexere Formen zu machen. Das heißt, wir haben aus Kunststoff nicht nur das Werk, aber die Schale gemacht. So hat man die Qualität wesentlich erhöht und der Preis wesentlich reduziert. Die Entwicklung bei der Uhrenfirma ETA war streng geheim. Das Erfinderduo verschmolz und kombinierte Uhrenteile. Das Ergebnis? Ein Zeitmesser aus 51 Einzelteilen statt der sonst etwa doppelten Menge. Doch die Billiguhr fand nicht sofort Freunde. Alle waren dagegen. Die waren der Meinung, das kann höchstens als Werbeartikel sein, dass man doch kein Schweizer Produkt aus Kunststoff machen. Was ist das für eine billige Uhr? Und die haben die Idee gehabt, dass eine nicht reparierbare Uhr wäre schlecht. Aber dass die Schwierigkeit beim Nicht-Reparieren muss die Qualität viel besser sein. Hinzu kamen unzählige Designs, voll im Trend der 80er. Ein Triumph für die Schweizer Uhrenindustrie. Aber mit dem Erfolg ging für den Vordenker Mock die Leichtigkeit verloren. Für einen Chaot wie ich war das ein wunderschönes Zeit. Und der Erfolg der Swatch hat plötzlich Ordnung, Struktur, SAP, Organisation eingeführt, wo ich mich unwohl fühlte. Und ich wollte wieder versuchen, Innovation zu bringen. Und so endet seine Erfinderkarriere nicht mit der Swatch, sondern mit ihr beginnt sie erst. Viele denken, dass tiefer zu gehen in was man schon kennt, bringt Neuheit. Ich bin der Meinung, dass man muss neugierig sein, man muss andere Sachen sehen, man muss sich inspirieren lassen von der Natur, von Technologie, von Menschen. Champignon findet man nicht auf der Autobahn. Doch Inspiration reicht nicht aus. Man muss auch den Nutzen dahinter entdecken. Ein Baum scheint sehr stabil auf die Erde zu sein. Die Erde, wo ein Baum ist, ist nicht so stabil. Aber seine Wurzel, seine Verbindung fraktal in den Boden gibt ihm eine sehr hohe Stabilität. Mock erkennt das Potenzial und adaptiert es für Kunststoff. In einen porösen Untergrund eingebracht und per Ultraschall verflüssigt, setzt er sich in Bruchteilen von Sekunden beim Erhärten in den Poren fest, wie Wurzeln. Die Verbindung hält, ganz ohne Schrauben. Das sogenannte Welding funktioniert bei Holz, Kunststoff und sogar bei Knochen. Dort ermöglicht es schonendste Operationstechnik. Luft, Seife, Wasser und wiederum eine schonende Anwendung. Darum geht es Mock auch in seinem nächsten großen Bereich. Ressourcen sparen, aber nicht auf Hygiene verzichten. Das schafft Smixin, sein neuartiges Handwaschgerät. Das Ziel war, weniger Wasser zu brauchen. Heute braucht man viel Wasser, weil man muss spülen. Und beim Spülen löst man die Seife, die auf die Hand konzentriert ist. Damit kann ich perfekt das Volumen von Seife dosieren, das Volumen von Wasser. Und somit kann man das ganze Handwaschen mit nur diese Wassermenge machen. Normalerweise braucht man 1 bis 1,5 Liter. Die Smart Mixing Unit spart 90% Wasser und 60% Seife. Da das Gerät keine Wasserleitung braucht, sondern mobil ist, kann es überall aufgestellt werden. Eine Kernerfindung, viele Anwendungen, typisch für den Allrounder-Mock. Die sparsamste Dusche soll in Zukunft nur noch 2 statt 8 Liter verbrauchen. Versuche laufen schon. Die Zukunft steckt in der Informationstechnologie. Da ist sich der Erfinder sicher. Für mich die Zukunft ist bei optischen Sensoren. Wie die Augen, die müssen beweglich sein, die müssen sich anpassen können. In Smartphones ist sein Minimotor schon eingebaut. Ein winziger Antrieb, der im Makrobereich blitzschnell fokussiert und scharf stellt.
Aber mein wichtigster Beitrag an die Welt der Erfindung ist das hier. Eine Summe von professionellen Erfindern, die Kreaholik. Und das ist der Werk von meines Lebens. Kreativität und Arbeitswut. Der Name ist Programm. Ideen haben, sie ernst nehmen, gemeinsam ausprobieren und gleichberechtigt arbeiten. Seine kreative Kolchose, wie er sie nennt, gründete Mock 1986 in Biel. Ob Werkstatt, Küche oder Büro, alles ist Kreativraum für die inzwischen rund 55 Mitarbeiter. Ich habe hier super Kollegen. Das sind wirklich sehr kreative Leute. Und ein Wolf braucht eine Meute. Allein macht man nicht viel. Ein Team kann viel mehr. Also diese Bündelung von Fähigkeit, diese Bündelung auf Kenntnisse ermöglicht uns, über unsere eigene Grenze zu gehen. Deswegen ist so ein Team wichtig. Elmar Mocks Patentrezept geht auf. Zahlreiche Start-ups und damit Arbeitsplätze hat er durch seinen Erfindungsreichtum ins Leben gerufen. Bei 178 Patentfamilien steht sein Name darauf. Ein unglaublicher Output einer 30-jährigen Erfinderkarriere.